UNESCO-Weltkulturerbe. Eine der ältesten Städte der Welt. Kulturhauptstadt Europas. In der Region Basilicata im Süden Italiens liegt ein wahrer Schatz an Geschichte, Architektur und spektakulären Landschaften. Nachdem wir in Bari süditalienische Küstenluft geschnuppert haben, geht es für uns mit dem Bus ins Landesinnere. Unser Ziel ist Matera, eine Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern, die für ihre Höhlensiedlungen, die Sassi, bekannt ist. Wir stellen uns auf 3 Tage Historie und Sightseeing ein. Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass wir den Großteil unserer Zeit in der Stadt mit Wandern verbringen sollten. Warum Matera für uns ein absolutes Highlight auf unserer Reise war, was für atemberaubende Entdeckungen wir auf unseren Wegen gemacht haben und weshalb wir fast unsere weiteren Reisepläne über den Haufen geworfen hätten, all das erfahrt ihr jetzt im Video. Mit dem Bus geht es für uns von Apulien in die benachbarte Region Basilicata. Die Landschaft wird deutlich trockener und in der Ferne erblicken wir mittelalterlich wirkende Dörfer und Städte. Kaum zu glauben, dass wir noch in Europa sind. In Matera angekommen, bietet sich aber erstmal ein anderes Bild. Moderne Gebäude, lauter Straßenverkehr, die üblichen Geschäfte. Matera scheint auf den ersten Blick eine Stadt wie jede andere zu sein. Wir laufen in Richtung Marktplatz und wie durch ein Schaufenster breitet sich vor uns eine Sicht aus, die uns glatt den Atem verschlägt. Wir erblicken eine Stadt wie aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Surreal türmen sich die sandsteinfarbenen Gebäude übereinander auf. Kreuz und quer sehen wir Treppen, enge gewundene Gassen und gepflasterte Straßen. Inmitten diesen Konstrukts türmt sich ein Felsen auf, der kaum sichtbar in eine Kirche übergeht. Eine Siedlung, die aussieht, als wäre sie direkt in Stein gehauen worden. Der Beschilderung vom Marktplatz aus folgend, tauchen wir über eine Treppe nach unten ein in die Sassi. Sassi, so werden die Höhlengebäude der Altstadt genannt. Übersetzt bedeutet die Bezeichnung schlicht Steine. Schätzungen zufolge lebten hier schon vor über 9000 Jahren Menschen. Wir fühlen uns direkt in die Vergangenheit versetzt. Nicht ohne Grund, denn Matera zählt neben dem syrischen Aleppo zu den ältesten Städten der Welt. Doch die Geschichte Materas beeindruckt noch mit vielen weiteren Kapiteln, auch aus jüngerer Vergangenheit. Wir erfahren, dass die etwa 3000 Höhlenwohnungen bis ins Jahr 1953 durchgängig von Menschen bewohnt waren. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Bauernfamilien, die unter zunehmend ärmlicheren Lebensumständen in den Höhlen gelebt haben. Kein Strom, kein fließendes Wasser, keine Heizung und keine Kanalisation. Eine ganze Familie teilte sich, manchmal mit Tieren, eine einzelne Höhle. Neben den Wohnhäusern wurden über die Jahrhunderte mehr als 150 Kirchen in dem weichen Tuffstein gearbeitet. Viele davon werden kaum noch als solche wahrnehmbar sein, aber auf unseren Wanderungen sollen wir noch einige steinerne Gotteshäuser entdecken. Besonders markant zeichnet sich aber über allen Dächern die Kathedrale di Maria Santissima della Brunae di Sant'Eustachio ab. Sie wurde im 13. Jahrhundert im apulisch-romanischen Stil erbaut. Eine der größten Felsenkirchen ist die Santa Maria dei Itris e San Giovanni in Monterone. Von hier aus ergibt sich ein wunderbarer Blick auf den Parco della Murcia Materana, eine Landschaft, die wir so gar nicht erwartet hatten und die uns sofort in ihren Bann zieht. Denn die Sassi befinden sich direkt an einer tiefen Schlucht. Auf der gegenüberliegenden Seite thront ein geheimnisvolles, felsiges Gelände. Wir sehen zahlreiche enge Pfade, dutzende Höhlen und tief unten im Tal einen tosenden Bach, der von einer Hängeseilbrücke überspannt wird. Sofort wissen wir, was am nächsten Tag auf dem Programm stehen wird. Wir werden dieses prachtvolle Gelände zu Fuß erkunden. Unsere Unterkunft befindet sich etwa 1 Kilometer von den Sassi entfernt. Nach einem typisch italienischen Frühstück machen wir uns direkt in Richtung der Murgia auf. Dort angekommen stehen wir vor einem versperrten Tor. Der einzige Zugang in die Schlucht. Uns spricht eine Frau an und erklärt uns, dass der Wanderweg gesperrt sei und wir einmal um das Tal herumgehen müssen. Wir überlegen zwar kurz, einfach über das Tor hinüberzuklettern, doch wollen wir nicht direkt am ersten Tag die Regeln brechen. Etwas enttäuscht laufen wir nun viele Kilometer an teils stark befahrenen Straßen entlang. Wie so oft in Süditalien sind die Gehwege hier meistens extrem schmal und die Autofahrer nicht besonders rücksichtsvoll. Schon bald landen wir aber auf einer abgelegenen Straße, die uns zu einem großen Areal führt, das wie eine Ausgrabungsstätte aussieht.
Es stellt sich als ehemaliger Steinbruch heraus, der zu einem Skulpturenpark umfunktioniert wurde. Ausgeschilderte Wanderwege sucht man hier vergebens. Und so ganz sicher sind wir uns nicht, wo genau man hier eigentlich abseits der Straße wandern darf. Ein paar Meter weiter entdecken wir schon die ersten Höhlen und sogar eine der Felsenkirchen. Endlich finden wir einen richtigen Wanderweg ins Tal herunter. Teilweise müssen wir über Drahtzäune steigen, aber von Weidetieren fehlt jede Spur. Wir können uns an der felsigen, geheimnisvollen Landschaft gar nicht satt sehen und saugen die Bilder in uns auf. Es ist richtig warm hier in der Sonne. Eigentlich waren nur 15 Grad, glaube ich, angesagt für heute. Aber hier im Tal zwischen den Felsen staut sich die Wärme richtig, sodass wir hier total kurzärmlich und mit kurzen Hosen gemütlich langwandern können. Und es sich eigentlich schon so anfühlt wie Sommer. Ja. Die Salamander sind hier unterwegs. Also richtig schön warm. Ja, wir sind jetzt hier beim Fluss und wollen auf die andere Seite rüberqueren. Suchen jetzt nach einer guten Möglichkeit. Das hier scheint die gute Möglichkeit zu sein. Ich schätze, das ist die gute Möglichkeit. Das ist immer ein Brett. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wackelig. Pass auf. Erste Sahne, das wird was, diese Flussüberquerung. Bin ich nicht jetzt dabei. Ja, kommen sächsische Schweiz-Gefühle auf? So ein bisschen, ja. Also sächsische Schweiz ist auch ein bisschen sauberer in den Höhlen, sage ich jetzt mal, oder ja, in den Grotten. Aber ja, das ist, hier könnte man jedenfalls gut bofen, wenn es nicht so dreckig wäre. Hat auf jeden Fall einen sehr schönen Blick früh am Morgen, wenn man aufwacht. Dieser Terrassenweg erinnert uns wirklich ein bisschen an einige Wege, die es in der sächsischen Schweiz gibt. Also auch hier gibt es so oft so Steintritte eingehauen oder so Griffe, wo man sich gut festhalten kann. Also es gibt auf jeden Fall schon Ähnlichkeiten. Und es ist echt sehr schön zum Wandern und ein bisschen herumklackseln. Und wie ist es hier so?
Ja, jetzt sind wir hier mal auf der anderen Seite des Tals. Wir sehen da drüben Matera und es ist natürlich wunderschön. Wir hatten zwar heute ein bisschen das Ärgernis, dass wir gemerkt haben, dass man eigentlich gar nicht so von Matera einfach runtergehen kann ins Tal, obwohl es da einen Weg gibt, aber der ist leider abgesperrt. Deswegen sind wir heute 5 Kilometer Umweg gelaufen an ziemlich vielen dicht befahrenen Straßen entlang, was nicht so schön war. Und das muss man natürlich immer dazu sagen, so schön dieser Ort auch ist und so viel Ruhe man da auch erstaunlicherweise mal hat. Sobald man wieder rausgeht, hast du das übliche italienische Verkehrschaos vor allem, wo man direkt wieder im Stresszustand landet. Ja, ansonsten einzigartig natürlich hier die Aussicht, die Wanderung macht sehr viel Spaß und mit dem Wetter haben wir auch noch Glück. In Deutschland sind es 4 Grad, hier 15 und es fühlt sich noch mehr an. Ja, und jetzt gucken wir noch ein Stück nach oben. Wir sind einmal über das Bergmassiv der Murgia Materata hinübergeklettert und sind jetzt ganz oben. Auf dieser Seite liegt Matera und hinter uns die normale Welt sozusagen mit den, obwohl ein bisschen hügelig sieht es schon noch aus, aber dahinter erkennt man dann auch einfach die normalen Felder und die etwas flachere Landschaft, die eben dahinter dann sich anschließt. Wir gehen jetzt doch noch mal bis ganz nach oben und erhaschen noch mal den Blick auf Matera von der Spitze aus. Wir haben auch gerade herausgefunden, dass es hier oben eine Bushaltestelle gibt, dass man also sogar mit dem Bus hochfahren kann und dass sogar ein auf dem Straßenbelag aufgezeichneter Radweg vorhanden ist. Zumindest hier oben auf dem Stück. Wir wissen natürlich nicht so genau, wie gut er jetzt ist, weil wir den nicht gefahren sind. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Gibt's aber Fahrradständer. My God. Altertümliche. Das ist ja fantastico. Fantastico. Passt du da durch? Ja. Das wird doch wieder inoffiziell. Wir sind wieder am Fluss und versuchen einen Überweg zu finden. Auf die andere Seite. Hier sieht es schon mal ganz gut aus, glaube ich. Oder? Wird interessant. Aber wir werden schon noch wie rüberkommen. So, das Ziel ist jetzt einmal hier rüber zu kommen. Hier vorne muss man gleich. Oder mal gucken, wir müssen erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Halt alles ein bisschen größer. Und dann hier ist es eigentlich relativ einfach. Es ist bloß der erste Schritt und ich werde jetzt mal über gucken, bis Anni hier rüberkommt. Wunderbar. So, und dann sollte man hier eigentlich relativ easy rüberkommen. Ja.
Rutschig. Bisschen irgendwann rutschig, ja. Den Schlamm für die Schuhe halt rutschig und dann ist es irgendwie ein bisschen slippy. Ja. Cool. Aber kleines Abenteuer zum Schluss hin noch. Das nächste Abenteuer wird sein, über die... über das Tor zu klettern. Was für ein unglaublicher erster Tag in Matera. Da wir von der anderen Seite des Tals einige Menschen dabei beobachtet haben, wie sie über das verschlossene Tor kletterten, nutzen wir ebenfalls die Treppe zu den Sassi, überwinden das Gittertor und sparen uns den langen und anstrengenden Rückweg über die Straße. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangten die Sassi negative Bekanntheit in den Medien. Als Schande Italiens wurden sie bezeichnet, die Lebensbedingungen als menschenunwürdig erachtet. Die Höhlen wurden geräumt und die Sassi abgesperrt. Somit stand dieses uralte Kulturgut jahrzehntelang leer und drohte zu verfallen. Erst in den 80er Jahren trauten sich wieder die ersten Bewohner in die Quartiere und fingen an, sie zu renovieren. Mit Krediten des Landes wurden die Höhlen an das Stromnetz und die Kanalisation angeschlossen und werden heute wieder von etwa 3000 Menschen bewohnt. Viele Höhlenwohnungen wurden zu Pensionen, Ferienwohnungen und sogar Hotels umgebaut. Es finden sich hochklassige Restaurants und ausgefallene 5-Sterne-Unterkünfte, aber auch Quartiere, die durchaus noch den altertümlichen Charme bewahrt haben. Eine Übernachtung in einer solchen Unterkunft wollen wir definitiv bei unserem nächsten Besuch nachholen. So. Unser zweiter Tag in Matera bricht an. Wir wollen eine Felsenkirche erkunden, die uns schon am Vortag ins Auge gefallen ist. Ohne große Scheu klettern wir über das Tor und den Steinpfad hinab. Wir wissen mittlerweile auch, warum der Zugang abgesperrt ist. So will die Stadt verhindern, dass ältere Menschen oder Alltagstouristen mit falschem Schuhwerk den steilen Weg am Hang entlang betreten und sich dabei verletzen. Zudem erhitzt sich das Tal im Sommer auf unerträgliche Temperaturen. Schon etliche unvorbereitete Menschen sind hier im Sommer kollabiert, auch weil sie zu wenig Wasser dabei hatten. Eine Bergung mittels Helikopter ist unmöglich. Das Tor zu übersteigen scheint aber geduldet zu sein. Da es März ist und die Temperaturen bei 15 bis 20 Grad liegen, haben wir aber den bestmöglichen Zeitpunkt gewählt. Es ist nicht so heiß und wir begegnen im Tal kaum einen Menschen. Wir freuen uns schon riesig auf unser heutiges Abenteuer. Huch, das ist wieder so eine Absperrung für Weidetiere. Ja. Ich glaube. Das muss eigentlich der Felsen sein, oder? Wir wollen hochsteigen zu einer alten Felsenkirche. Wie sie heißt, habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall ist die auch von der anderen Seite sehr auffällig zu sehen. Und die wollen wir jetzt mal anschauen und gucken, was es da zu sehen gibt und wie die Aussicht von dort oben ist. Hier oben. Upsi! Also wir stehen jetzt hier unten und dachten gerade, dass hier schon die ehemalige Kirche wäre, die ehemalige Felsenkirche. Haben uns schon gewundert, dass hier überall irgendwie Hinterlassenschaften irgendwelcher Weidetiere, wahrscheinlich von Kühen, zu finden sind. Und ja, dachten so, okay, ungewöhnlicher Ort für Kühe, so eine ehemalige Kirche. Aber jetzt hat mir Philipp gerade von oben zugerufen, dass die Kirche anscheinend oben drauf steht. Und ja, dass hier unten nur der Unterbau ist. Deswegen klettern wir da jetzt mal hoch, würde ich sagen. Schauen uns die richtige Kirche an.
Ja, das könnte eher die Chiesa sein. Ich habe mich schon gewundert, sah doch ein bisschen anders aus von unten. Oder von der anderen Seite. Informationen zur Felsenkirche Madonna degli Angeli lassen sich kaum finden. Sie besteht aber aus drei Teilen. Im Mittelschiff befindet sich ein steinerner Altar sowie zwei sehr gut erhaltene Fresken, die den Erzengel Gabriel und eine Madonna mit Kind darstellen. Laut Vicky Matera stammen diese wohl aus dem 12. Jahrhundert. Schön. Dieses unscheinbare Bäumchen hier an der Felsenkirche wächst direkt aus der Kirche heraus, direkt aus einer Zisterne, direkt hier an der Mauer. Ich halte jetzt mal die Kamera rein, ich hoffe, man sieht da was. Auf jeden Fall geht es da ein ganzes Stück runter. Das ist Wahnsinn, wie hier richtige Fächer in die Wände eingraviert sind, wo man irgendwie Dinge abstellen konnte. Ob das jetzt auch noch zu der Kirche gehört hat? Wahrscheinlich. Irgendwie wirkt es ein bisschen so, als wäre das alles noch hier eine heilige Stätte gewesen. Und was Neues entdeckt? Nee, da ist Schluss. Jetzt noch steil bergab hinter den Felsen. Wäre nochmal ein schöner Picknickplatz, aber ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Steil bergab machen wir nicht. Ja. Außerdem sind wir eh schon noch längst auf keinen Pfad mehr. Nachdem wir nun die Chiesa und das umliegende Gelände sorgsam erkundet haben, wagen wir uns an den Abstieg zurück ins Tal. Wir halten Ausschau nach einer weiteren vielversprechend aussehenden Ruine, die wir schon aus der Ferne durch unser Teleobjektiv erspäht hatten. Die Vegetation wird etwas üppiger, wodurch das Gelände noch geheimnisvoller erscheint. Die Felsenkirche Madonna di Monte Verde sieht aus, als verberge sie ein großes Geheimnis. Langsam fühlen wir uns wie Indiana Jones und Lara Croft. Unglaublich, dass wir hier einfach so uralte Ruinen betreten können, in denen Spuren der Vergangenheit und gut erhaltene Fresken zu finden sind. Erfreulicherweise scheinen die Menschen diese heiligen Orte zu respektieren, denn es sind im Tal kaum Müll oder Spuren von Vandalismus aufzufinden. Also wir sehen ja hier viele Autos, die immer bis zu diesem Aussichtspunkt hochfahren, wo wir gestern schon waren. Und die steigen da aus, laufen kurz rum und fahren wieder mit dem Auto zurück. Und eigentlich die wirklich schönen Sachen entdeckt man erst, wenn man hier mal eine längere Wanderung durchmacht. Die Aussicht da kann jeder haben, aber wer zu Fuß hier durchgeht, der erlebt es auch richtig. So schön. Als wir uns wieder auf den Rückweg begeben, sind wir versucht, unsere weiteren Pläne, die Reise nach Sizilien, auf Eis zu legen, um noch ein paar Tage länger in Matera bleiben zu können. Wir suchen schon nach Höhlenpensionen und Restaurants, die wir aufsuchen möchten. Wandern könnten wir hier auch noch eine Ewigkeit. Letztlich entscheiden wir uns aber doch dafür, dass wir nicht auf die Reise nach Sizilien verzichten wollen. Ein letztes Highlight wollen wir uns aber nicht nehmen lassen: den Sonnenaufgang über der Kulisse Materas zu bestaunen. Na, Philipp, wie spät ist es? Ja, wir haben es jetzt 6:10. Wollten eigentlich ein bisschen eher noch starten, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wir wollten eigentlich
uns den Sonnenaufgang anschauen. Aber es ist relativ bewölkt. Aber es ist jetzt noch gerade schön ruhig hier. Und wir gehen jetzt wieder runter in die Sassi, zu den Sassi. Und dann ja, gucken wir mal, ob wir da noch mal was Schönes entdecken. Na, ganz bestimmt, oder? Wir stehen jetzt hier gerade auf einer kleinen Mauer am Abhang in Richtung Tal. Das ist nicht die Stadtmauer, sondern irgendwie eine andere Mauer, die uns schon die letzten Tage aufgefallen ist. Und gestern haben wir dann bemerkt, dass es wahrscheinlich ein Abflussrohr ist. Also ein Abwasserkanal sozusagen. Könnte man auch reinklettern und ein bisschen drin rumlaufen. Sollte man vielleicht nicht. Zum einen, weil es wahrscheinlich verboten ist, zum anderen, weil es wahrscheinlich auch nicht so angenehm vom Geruch her ist. Aber es ist schon beeindruckend, was sie hier gebaut haben auf jeden Fall. Das zieht sich ja durchs ganze Tal. Ab und zu kommt von der Stadt oben so Bauten runter, die wahrscheinlich dann den Abwasserkanal hier runter, also zum Abwasserkanal hinunterführen. Wir wissen zwar jetzt nicht, wie alt es ist, aber es ist auf jeden Fall cool. Wir sind hier mal ein Stück drauf lang gelaufen. Weit sind wir nicht gekommen, aber ja, jetzt gehen wir wieder runter auf den normalen Weg. Genau. Matera. Schon fast ein Jahr ist es her, seit wir diese außergewöhnliche Stadt erleben durften. Immer wieder ertappen wir uns dabei, wie wir über unsere gemeinsamen Erlebnisse in der Höhlenstadt ins Schwärmen geraten. Diese Stadt, die wir das erste Mal in einem James-Bond-Film auf der Leinwand gesehen haben, hat uns mit allen Sinnen tief beeindruckt. Noch immer fragen wir uns von Zeit zu Zeit, ob diese sagenumwobene Stadt wirklich real sein kann. Schweren Herzens kehren wir den Sassi den Rücken zu und setzen uns in den Bus in Richtung Taranto. Weiter soll es dann mit dem Zug nach Sizilien gehen, wo wieder neue und ganz andere, unvergessliche Abenteuer auf uns warten sollten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst uns gerne ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!